Jetzt kriegen Sie eine heiße Information. Das erste Mal, dass es auch im Internet dann irgendwann stehen wird. 1944 in New Hampshire ist nicht nur das Bretton Woods Abkommen gemacht worden mit 25% Goldstandard, sondern es ist was weiteres vereinbart worden. Keynes war nämlich kein schlechter Mensch, um das ganz deutlich zu machen. Der wird momentan so ein bisschen gegen die Wand gefahren. Das ist mir zu simpel. Keynes hat auch gesagt, es gibt regionale Währungen, nationale Währungen und jeder muss in der nationalen Währung einkaufen, wenn er einkauft. Was heißt das? Wir hatten beispielsweise das Jahr 1950 und jetzt wollte ein amerikanischer Unternehmer ein BMW verkaufen, ein Autoverkäufer. Dann kam der amerikanische Kunde zu dem BMW-Händler. Der BMW-Händler musste dann die Dollarnoten, die er von seinem Kunden bekam, in Deutschland bei der Deutschen Bundesbank, eine der für mich saubersten und klarsten Zentralbanken, die es überhaupt je gegeben hat auf dieser Erde, die gerade geschlachtet wird, ganz dramatisch, musste bei der Deutschen Bundesbank die Dollarnoten in D-Mark umtauschen. Dann ist man zu BMW gegangen, hat den Wagen von BMW gekauft, hat den BMW in Amerika abgeliefert und dem Kunden ausgeliefert. So wusste die Deutsche Bundesbank immer sehr genau, wo sich welche Devisen befanden. Es war verboten, mit Fremdwährungen in bestimmten Regionen zu bezahlen. Das ist ganz wichtig, denn sonst hat man keinen Überblick mehr über seine Volkswirtschaft, wie wir es ja zurzeit haben. Es hat doch gar keiner Überblick. Ob Sie sich eine Statistik über die Arbeitslosen angucken oder über das Bruttoinlandsprodukt. Das ist das Papier nicht wert, worauf es geschrieben wird. Nennen Sie mir das Ergebnis und ich rechne Ihnen das so hin, dass es passt. Das ist heute Statistik. Das ist Politik. Nichts anderes. Und das war ganz wichtig. Und da hat man dann plötzlich gesagt, damit haben wir erstmal einen Überblick. Aber nun gibt es ein paar Inseln vor der französischen Küste. Die nennt sich Jersey und Guernsey. Und wem gehören die denn? Den beiden Herrschaften da unten rechts. Privatinseln. Gehen Sie mal in Wikipedia rein. Und ich möchte Wikipedia nicht heranziehen, um damit zu argumentieren, wie ich meine wissenschaftlichen Forschungen mache. Da finden Sie aber eine sehr deutliche Aussage. Kanalinseln des Geldadels. Gruß an Herrn Guttenberg hier. Die Kanalinseln sind weder ein Teil des Vereinigten Königreiches noch eine Kronkolonie, sondern direkt als Kronbesitz der britischen Krone unterstellt. Aha. Diesen Sonderstatus hat nur noch Isle of Man. Isle of Man liegt oben da ein bisschen mehr bei Irland. Hier handelt es sich also um ein paar kleine Inseln, die sitzen hier. Und dort auf diesen Inseln läuft richtig die Luzi ab, um es neudeutsch zu bringen. Man hat nämlich etwas gemacht. Man hat gesagt, wir machen da nicht mit. Das sind nämlich Privatinseln. Die gehören übrigens nicht zu Großbritannien. Die gehören nicht zu Frankreich. Die gehören auch nicht zur EU. Die gehören der Königin. Privat. Die haben eigenen Kanzler dort. Da wohnen nur 20.000 Menschen ungefähr, aber es ist einer der größten Finanzplätze dieser Erde. Was läuft auf diesen Inseln eigentlich ab? Die Königin hat einfach das Recht, das zu machen, was sie will, weil England hat eine dreigeteilte Macht. Wir haben das britische Empire, das heißt das Königshaus. Wir haben die City of London, das ist das JP Morgan Imperium und so weiter, das heißt die Finanzzentrale Londons. Und wir haben noch einen ganz wesentlichen Punkt, das ist die sogenannte Demokratie, das sogenannte Unter- und Oberhaus, die man uns gerne vorführt als die Institutionen, die tatsächlich was zu sagen haben und politische Entscheidungen treffen können. Das ist das Opiums, da können wir einen Haken dran machen, da brauchen wir uns eigentlich gar nicht drum zu kümmern, weil die dürfen nur mitspielen. Was hier aber entscheidend ist, ist Folgendes. Die Königin hat sich einfach geweigert und hat gesagt, wir spielen dieses Spiel nicht mit. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Und hat aufgrund ihres Privatstatuses Fremdwährungen zugelassen. Und jetzt machen wir mal was ganz Einfaches, ohne jetzt Namen zu nennen. Jetzt bin ich sehr vorsichtig. Nehmen wir mal an, wir haben drei Banken, drei amerikanische Banken. Aber eine war dabei, die Goldman hieß. Die können keinen Ruf jetzt mehr verlieren. Wir haben also Bank A, B und C. Und jetzt kommt's. Zentralbanken oder solche Banken, die direkt bestimmten Gruppierungen der Macht unterstehen, haben bestimmte Sonderrechte. Bank A verleiht Bank B
1 Million Dollar. Bank B nimmt nun diese Million, rechnet sich damit reich, nehmen diese Million aber bereits schon als die 10%, wie wir es auf die Giralgeldschöpfung schon kennen, wie ich es vorhin gezeigt hatte, und machen aus dieser 1 Million 10 Millionen und verleihen 10 Millionen an Bank C, basierend auf der Million von A, die B von A bekommen hat. Bank C hat nun 10 Millionen, rechnet sich schön, macht daraus 100 Millionen und verleiht sie Bank A. Ich glaube, ich brauche nicht weitermachen. Hier entsteht ein geldmengenpolitischer Turbo. Segelflieger mögen sowas, aber beim Geldpolitik ist es ein Problem. Weil das führt natürlich zu einer Geldmengenexplosion. Die rechte Säule würde also extrem steigen, was wiederum natürlich zu einer gigantischen Unterdeckung des Bruttoinlandsproduktes führt. Das Geld also nicht unterlegt ist mit Waren und Dienstleistungen. Und da wir wissen, dass Waren und Dienstleistungen alles sind, gab es damals einen Mann, der gesagt hat, wir müssen das verhindern, denn das führt zu Kriegen. Denn Kriege sind die logische Konsequenz, um Waren und Dienstleistungen zu erhöhen, um diese produzierte Geldmenge zu unterlegen. Das war John F. Kennedy, der wollte das verhindern. Stattdessen hat man ihn verhindert und Lyndon B. Johnson kam an die Macht. Und sein Verteidigungsminister Robert McNamara, der im Jahre 2009, also letztes Jahr erst gestorben ist. Deshalb traue ich mich auch, diese Aussage zu machen. Eigentlich kann ich das Fragezeichen wegmachen. Robert McNamara hat offen zugegeben, dass der, die geschichtlich nicht so versierten, trotz alledem gesagt, Golf von Tonkin-Zwischenfall 1964 von den Amerikanern inszeniert wurde, um einen Krieg zu inszenieren, der die Waffen- und Rüstungsindustrie nach oben brachte, um die Geldmengenproduktion mit Waren und Dienstleistungen zu unterlegen. O-Ton, Robert McNamara, nicht von mir. Offiziell waren es 58.000 von diesen armen Schweinen, ich darf das mal so ganz platt sagen, und 1,5 Millionen von denen. Und ich bezweifle, dass das die Realität ist. Wahrscheinlich war es viel dramatischer. Und ein solcher Krieg ist natürlich ökonomisch wunderbar, ökonomisch. Er muss nur lange dauern. Und man muss sich mal fragen, warum man 1968 das Handelsembargo gegen die Sowjetunion aufgelöst hatte, ausgerechnet zu der Zeit, als Amerika kurz davor war, den Krieg gegen Vietnam zu gewinnen. Denn die Sowjets haben ja die Vietnamesen mit Waffen beliefert. Und die russische Rüstungsindustrie, naja, da muss man mal prüfen, wer da eigentlich die Eigentümer waren und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und so kann man natürlich Ölkrisen auch inszenieren. Viele von uns kennen das noch, hier sind ja auch einige ältere Semester, die Anfang der 70er Jahre noch, wir kennen das noch, mit Rollschuhen auf den Autobahnen oder mit Fahrrädern durch die Gegend fahren sind. Autoverbot, gerade und ungerade Kennzeichen gab es damals noch. Herr Siebock, Sie kennen das wahrscheinlich noch. Ja klar, logisch, Sie müssen es. Wir sind ja gleich alt. Ist interessant. Ja, ja, er sieht jünger aus, ich weiß. Aber es ist so, das ist so. Was mir, ja genau, okay. Was mir wichtig ist, ist Folgendes. Man hat im Prinzip die Ölpreise nach oben getrieben, und hat mit diesen hochgetriebenen Ölpreisen natürlich viele Länder in große Schwierigkeiten gebracht, weil sie sich das Öl nicht mehr leisten konnten. Denken wir an die ganzen nahöstlichen Länder, wirklich die Rumänien, Bulgarien, Ungarn. Man hat sie gezwungen, Schulden aufzunehmen, damit sie überhaupt noch Öl und Gas kaufen konnten. Und als sie dann alle verschuldet waren, so richtig verschuldet, hat man die Ölpreise wieder runtergesetzt und die Zinsen erstmal rauf und hat die Leute in die Armut getrieben. Rechts ist zum Beispiel das untere Bild ein Beispiel von Indien. Das sind die Ergebnisse einer inszenierten Ölkrise. Aber das darf man ja gar nicht sagen. Denn 1973 hat man gesagt, spätestens in Mitte der 80er Jahren gibt es kein Öl mehr. Heute läuft dieselbe Story. Vielleicht sollte man auch mal hinterfragen die grundsätzlichen Dinge. Es heißt ja, Öl ist durch biotische Grundlagen entstanden. Also da war ein großer Felsspalt in irgendwelchen Urzeiten und da fielen dann die gesamten fossilen Stoffe rein. Bäume,
Mammuts, der eine oder andere Neandertaler. Und dann ging die Klappe zu, dann hat das ein bisschen gedauert und irgendwann war ein schickes Ölfeld da. Dass man das nicht erklären kann, da hat man einfach gesagt, Millionen von Jahren hat das gedauert. Das ist so die berühmteste Hilfskrücke in der Wissenschaft. Millionen von Jahren. Man hat interessanterweise noch niemals ein Ölfeld angebohrt, was halb fertig war, wo man sagt, stinkt noch ein bisschen chlorig, braucht noch 1000 Jahre. Ja, ja, ja. Ich stelle hier an der Kante einfach nur die Fragen, ob das vielleicht abiotisch ist. Wir wissen es nicht mal. Wer hat eigentlich gesagt, dass Öl so entstanden ist? Das war ein Wissenschaftler unter Napoleon, Bonaparte. Seitdem hat man da nicht mehr dran gerückelt. Ganz gefährlich. Denn wenn man zu viel rückelt, dann werden die Leute nämlich zu nervös, weil sie dann plötzlich alles hinterfragen. Dann hinterfragen sie auch nachher noch solche Dinge wie Demokratie. Dann fragen sie auch noch, irgendwann brauchen wir überhaupt eine Regierung. Denn wir sehen erfahrungsgemäß in Italien, aus Erfahrung, wenn die Regierung jedes Mal, wenn sie zusammengebrochen war, lief es immer am besten. Man muss sich einfach mal die Frage stellen, ob das wirklich sinnvoll ist. Wir haben ständig neue Krisen. Das ist einfach nur eine Feststellung. Diese Krisen sind wirtschaftlich Gold. Gewaltig. Läuft gut. Der Irakkrieg läuft zurzeit richtig gut. Nicht zusammenschrecken, hier steht nichts Gefährliches. Aber hier ist eine Basis für neue Kriege geschaffen worden. Ohne auf die Argumentation zu gehen, welche Hintergründe. Ich habe da eine Meinung, aber die spielt auch gar keine Rolle. Der Irakkrieg läuft doch rund. Das große Problem steht doch nur dann an, wenn die Amerikaner den Krieg gegen den Irak gewinnen, weil dann der Krieg zu Ende wäre. Wenn er zu Ende wäre, wird er nämlich kein Geld mehr bringen. Das geht nicht um das Geld. Wir müssen uns davon lösen, dass es überhaupt die geografischen, die geopolitischen Grenzen gibt, die wesentlich sind. Es gibt Geldmonopolisten. Und dort fließt das Geld zu. Ich bin Unternehmer. Ich war viele Jahre lang, 25 Jahre lang, Vorstandsvorsitzender einer Unternehmensgruppe und die war gar nicht so ganz klein. Und ich bin alles andere als ein Linker, ein Rechter oder ein sonst was. Das ist mir völlig Schnuppe. Ich bin lediglich ein Mensch, der denkt und sagt, verdammt nochmal, wenn ich einer endlich mal sagt, wie es ist, oder zumindest seine Meinung kundtut als Diskussionsgrundlage, ich freue mich über jede Widerlegung. Wenn mich jemand widerlegt und sagt, das ist alles dummes Zeug, was du erzählst, dann danke ich Ihnen für die Informationen. Aber ich würde gerne wissen, wo mein Gedankenfehler ist. Dann korrigiere ich ihn. Aber da findet man lieber in irgendwelchen faschistischen Organisationen wie Antifa, findet man ausgerechnet solche Argumente gegen Menschen, die einfach nur platt gemacht werden sollen, weil sie sich Sorgen machen. Ablenkungsmanöver und Pseudowirtschaft. Jeder Wissenschaftler weiß, dass CO2 keine Umwelt- oder Klimaverschiebung auslösen kann. Und ich könnte da ganz viel zu sagen und ich habe auf meiner Seite einige Aufsätze dazu gemacht, weil jeder, der wissenschaftlich halbwegs orientiert ist, der weiß, dass Eis nicht nur schmilzt bei Wärme, sondern auch bei Druck. Ich verweise da auf einige Aufsätze, wo ich die Dinge dargestellt habe. Die Jungs hier oben, die plötzlich alle Terroristen sind, wo kommen die plötzlich eigentlich alle her? Jeder, der eine dunklere Hautfarbe hat, der muss sich schon diskriminiert fühlen. Und das tut mir leid, von ganzem Herzen leid, weil das ist nämlich unser Problem. Hier werden neue Feindbilder aufgebaut. Zu unserer Zeit war es noch der Russe. Ja, der Russe. Kennen Sie noch den Russen? Einige Eltern erinnern sich noch. Der Russe, der immer hinter jedem Busch lag, der mit einer Kalaschnikow und hat uns bedroht. Das ist der, dem jetzt FC Chelsea gehört. Das war damals unser Gegner. Und als der dann weg war, nach gemeinsamer Auflösung, war es eben halt, musste man neue. Man brauchte neue Feindbilder. Wie wollen Sie denn ein Volk in Schach halten? Übrigens, das Ozonloch hat sich gerade wieder geschlossen. Stand in der Welt, Seite 17 oder so. Echt so. Oh, es ist einfach unglaublich. Und ich kenne einen Wissenschaftler, der sich mit dem Thema Schweinegrippe auseinandergesetzt hat als Mikrobiologe. Und es hat niemals eine ernste Gefahr gegeben. Außer wenn man sich impfen lassen hatte. Aber das ist unser Problem.
Schöne neue Welt. Es gibt gewisse Parallelen, die sich entwickelt haben. Also ein paar Angleichungen gibt es zwischen Arm und Reich schon. Sie sehen hier die Bank und den Armen, der oben sagt, ich lebe von Staatsknete. Die Bank sagt, ich auch. Also ein paar Angleichungen zwischen Arm und Reich gibt es dann schon.